möchten euch etwas über die Bewegung und ihre Bedeutung erklären. Als Beispiel nehmen wir einen Reiter und dessen Pferd. Diese Bewegung nennt man gleichförmige Bewegung, wenn das Pferd in einem gleichen Tempo bleibt. Wenn das Pferd sich verlangsamt, ist das eine ungleichförmige Bewegung. Dieses Diagramm zeigt das noch einmal. Hier haben wir die X-Achse. Sie wird mit TNS beschriftet. Die J-Achse wird mit SNM beschriftet. Nun kommen wir zu den Bedeutungen. T ist die benötigte Zeit und S der zurückgelegte Weg. Wenn das Pferd also im Galopp bleibt, ist das eine gleichförmige Bewegung. Wenn das Pferd schneller oder langsamer wird, ist das eine ungleichförmige Bewegung. Welchen Weg legt der Körper in einer bestimmten Zeit zurück? Ein Pferd braucht für eine Strecke von 18 Metern 5 Sekunden im Galopp. Wenn das Pferd trabt, braucht es für 18 Meter 12 Sekunden.